CO2, CO2 und da ist nochmal CO2. Auch für uns von Automotor und Sport ist CO2 ein wichtiges und dominantes Thema. Vor 15 Jahren, mal ganz ehrlich, hat es kaum jemand interessiert. Und jetzt schaut natürlich die Automobilindustrie sehr drauf, die Umwelt sowieso. Aber was ist dieses CO2 überhaupt und wie entsteht es? Für den scheinbar so gefährlichen Stoff Kohlendioxid brauche ich jetzt Sicherheitsmaßnahmen. Einen Laborkittel. Dann brauche ich eine Brille. Und, nicht zu vergessen, Handschuhe aus Latex. So geschützt kann ich jetzt ein Experiment wagen, nämlich Kohlendioxid zu trinken. Dafür habe ich hier eine Apparatur aufgebaut. Ich zeige das mal kurz von innen. Da ist eine Kartusche drin. Hier steht Kohlensäure drauf, da ist aber CO2 drin. In wässriger Lösung wird das zu Kohlensäure. Und jetzt spritzen wir hier CO2 ein. Wunderbar, das hat geklappt. Ah, das klingt doch wie in einer Chemiefabrik, oder? Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Es dampft noch so ein bisschen gefährlich vor sich hin. Ich rieche mal dran. Riecht gar nicht. Was mich ein bisschen wundert, weil einige Journalisten nennen Autos mit hohem CO2-Ausstoß, ja? Stinker. Okay, dann werde ich so ein Stinkerzeugs hier mal trinken. Schmeckt eigentlich ganz lecker. Also, was haben wir jetzt gelernt? CO2 ist geruchsneutral. Es ist in uns umgebenden Dosen, zum Beispiel im Wasser, ungiftig und es ist wichtig fürs Leben, für Pflanzen zum Beispiel. Und wie entsteht jetzt CO2? Prinzipiell lagern sich an ein Kohlenstoffatom zwei Sauerstoffatome an. Und was brauche ich dafür? Meistens eine Verbrennung. Also, wir nehmen dann mal Sprit, zum Beispiel 1 Kilogramm Benzin. Und wenn ich dieses 1 Kilogramm Benzin perfekt verbrennen möchte, der Fachmann sagt dazu, so ein bisschen Angeberwissen muss sein, stöchiometrisches Verhältnis, Lambda 1, dann brauche ich exakt 14,7 Kilogramm Luft. Klingt immer noch nicht viel, sind aber umgerechnet über 11.000 Liter Luft. Und jetzt stellt man sich einfach mal einen Supersportwagen vor, der so richtig angast, der säuft an Luft ganze Schwimmbäder leer. Nur so nebenbei, müsste ein Auto den ganzen Sauerstoff, den es zur Verbrennung des Sprit braucht, mitschleppen, dann würde es ziemlich schwer. Übrigens auch ein Grund, wieso das Mondauto eben mit einem Akku fuhr. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie viel CO2 denn überhaupt ausgestoßen wird. 1 Liter Benzin stößt exakt 2,33 Kilogramm CO2 aus. 1 Liter Diesel stößt exakt 2,64 Kilogramm CO2 aus. Woran liegt das? Diesel ist etwas schwerer, hat ein paar mehr Kohlenstoffatome pro Liter und damit stößt er auch mehr CO2 aus. So, und wer jetzt denkt, naja, das mit dem CO2 ist ja nicht so wahnsinnig schlimm, dem zeige ich einfach mal die Masse an CO2, die ein Bugatti Veyron in der Innenstadt pro Kilometer ausstößt, 960 Gramm oder fast dieses Kilo Mehlpaket hier. Und jetzt stellt man sich einfach mal vor, da fahren jetzt Twingos, Golfe, Skodas, was auch immer. Die lassen alle so kleine Mehlpakete an CO2 rauspurzeln und die gehen alle in die Atmosphäre. Und heutzutage haben wir eben das Problem, dass deutlich mehr CO2 ausgestoßen wird, als wieder eingelagert wird. Und was macht dieses CO2 laut Forschern? Das stülpt sich quasi wie eine Glocke über die Erde und sorgt für die Treibhauserwärmung. So, genauso wie ich hier erwärmt werde in diesem Kittel hier. Und wieso der CO2-Ausstoß bei Diesel und Benzin so unterschiedlich ist? Das klären wir beim nächsten Mal.